Es geht um ein Buch, das 2019 erschienen ist. Ich habe da bei den Inuiten schon einmal eine Präsentation gemacht. Durch Covid hat sich das dann so weit distanziert, es hat keine Präsenz-Meetings mehr geben können. Und das ist jetzt danach das erste wieder. Ich habe ein Zoom-Meeting gemacht in so einer Facebook-Gruppe. Das erste Mal wieder ein Treffen zu diesem Thema. Die ureigenste Idee war, dass man sowas eigentlich wie ein Theologie-Café macht. Die Zuwanderung der Theologen ist überschaubar. Das heißt, daher ist sozusagen das ein offenes Café. Und es wäre natürlich super, wenn man sowas öfters machen könnte, wäre ja auch in meinem Interesse. Das wäre aus meiner Sicht nur dann möglich, wenn es sozusagen eine gewisse Kerninteressensgruppe gäbe, wo man dann sich wirklich regelmäßig treffen würde. Für mich ist das gedanklich nicht gestorben, aber zumindest vielleicht findet es dann wenigstens einmal im Jahr statt und ich hoffe, dass die Kreise sich weiterziehen. Ich habe für diesen heutigen Termin glücklicherweise und freundlicherweise Professor Tichler vom Neuen Testament Universität Graz, also korrekterweise heißt das ja genau neutestamentarische Bibelwissenschaften. Aus meiner Sicht sind solche Dinge auch Thema der Offenbarung des Johannes, weil wir sind die meiste Zeit eigentlich heute im Alltag mit Dingen herum, fremdbestimmt im Hamsterrad, und auch das ist letztlich eine Intention, warum Johannes diese Offenbarung geschrieben hat. Also das heißt, es ist jetzt da nicht ein rein theologischer, abgehobener Gesichtspunkt, den wir da heute erörtern, sondern im Grunde genommen aus dem Leben gegriffen. Und es bedarf nicht jetzt unbedingt Katastrophenszenarien und so weiter, um die Parallelen letztlich herzustellen. Wir werden die Gelegenheit nutzen, auch soweit es die Zeit erlaubt und soweit sie, ich hoffe, Ausdauer und Zeit zur Verfügung stellen können, dass wir auf diese Themen auch eingehen können. Die Idee ist, dass wir ungefähr 50 Minuten im Gespräch uns aufhalten und ich werde die Gelegenheit nutzen, wenn es dazu passt, eben auch vielleicht das eine oder andere, was ich vorbereitet hätte, also von verschiedenen Themen vielleicht herauszugreifen, um das vielleicht besser zu illustrieren und so weiter. Also sprich, es ist ein Gespräch, vielleicht gemischt mit der einen oder anderen Einlage über die Präsentation, die sich dann eben ergibt oder auch nicht ergibt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man die Fragen in die Runde gibt oder Sie natürlich eine offene Diskussion, dass man auch die führen wolle, ob es sie ergibt, wird sich zeigen. Und wenn dann Zeit ist, würde ich noch vielleicht über das eine oder andere Thema, was noch auf der Strecke geblieben ist, vertieft eingehen, weil wir werden zum Beispiel das Leben Friedrich Weinrebs, weil er ist ja einer dieser ganz elementaren, sozusagen Initiatoren, kann ich es ja nicht nennen, er ist ja 1988 gestorben, aber er ist einer der Großen, die im Hintergrund eigentlich diese Art der Interpretation der Offenbarung sozusagen auf seinen Grundlagen jetzt gebaut ist. Also ich darf jetzt die Gelegenheit nutzen, dass ich Professor Tichler mit den Fragen diesen Fragenteil eröffne. Ich sage vielen Dank fürs Kommen. Ja, ich grüße ganz herzlich. Wir haben drei Teile für unsere Fragen. Ich habe gedacht, ich strukturiere es erstens der Zugang. Wie funktioniert das? Der zweite Teil, Fragen zur Apokalypse des Johannes, besonders zur Auslegung. Und der dritte Teil, ich möchte ein bisschen was vom Autor wissen. Und zwar, was ihn dazu bringt, überhaupt dieses interessante Thema da näher zu verfolgen. Weinreb ist irgendwie vorbildhaft wichtig für die Grundlegung des Zugangs zur Johannes Apokalypse. Und welche drei Punkte haben da für Sie die höchste Relevanz? Also das eine ist,
Da wir auf Weinreb später noch eingehen, Weinreb ist eben, wie gesagt, einer der großen kassidischen Erzähler und vielleicht einer der größten des letzten Jahrhunderts. Und er hat uns altes jüdisches Wissen vermittelt. Der eine Zugang ist dieses alte jüdische Wissen. Und dieses alte jüdische Wissen ist sehr breit gefächert. Weinreb hat eben auch neben diesem Wissen über diese biblischen Personen, um die es geht, die für ihn archetypischen Charakter haben, diese Personen, also da geht es jetzt neben der Tatsache, dass sie vielleicht gelebt haben mögen oder auch nicht, oder eine historische Entsprechung es dafür gibt, in erster Linie um eine archetypische Erfahrung dieser Persönlichkeiten. Also sprich, das ist schon einmal der erste Zugang, der etwas gegenläufig ist zu unserem historisch-kritischen Ansatz, aus dem wir eigentlich kommen und leben, also den wir uns ja nicht einmal entziehen können, weil das ist mehr oder weniger unser Alltag. Also dieses alte jüdische Wissen hatte nicht nur diesen Bezug auf diese Personen, sondern ein tiefes Wissen über das Schrifttum. Die Juden haben, ich würde sagen, tausende Jahre gewisse Themen diskutiert, vertieft und so weiter. Das hat einen Niederschlag gefunden in diesen auch kassidischen Erzählungen und natürlich auch in vielen anderen Schriften. Aber darüber hinaus hat Weinreb auch ein vierbändiges, also Bände sind jetzt nicht umfangreich, es ist mehr ein kleines Format und vielleicht 100, 120 Seiten, der Band über das Traumleben. Im Grunde genommen ist es eine Form von Traumdeutung. Und wir wissen aus dem Alten Testament, es gibt diesen Traum von, mit den Kornähren und den sieben fetten Jahren und so weiter. Oder es gibt verschiedene, oder von dem Mondschenk, die Traumdeutung, oder es gibt immer Momente, wo es um Traumdeutungen geht, auch bei Daniel. Und Weinreb hat dazu eben ein Buch verfasst mit dem Traumleben, aber darüber hinaus, und das war für mich ein Knackpunkt, hat er diese Träume nicht dort stehen lassen, wo sie sind, sondern er hat eben das überführt und gesagt, wenn wir heute Träume, über die sicher jeder Mensch kennt, Zugträume hat, das heißt am Bahnhof, wir eilen zum Zug, erreichen ihn nicht, er fährt uns vor der Nase weg, wir schaffen es nicht, den Zug zu erreichen. Ich glaube, ich würde annehmen, das kennt ja jeder von irgendwoher, das sind Träume, wo der Zug ein Bild eigentlich ist für die Schlange. Es sind Träume, die uns mit der Schlange konfrontieren. Und ebenso sind Träume, und ich hatte die eben, als ich in die Volksschule gegangen bin, dass irgendwie Träume, nackt zu sein, irgendwo herumzugehen und plötzlich kommt man drauf und man ist nackt. Und dann erzählt man weinend, naja, das sind diese Erfahrungen, wo man vom Baum der Erkenntnis nimmt. Und diese Wahrnehmung der Nacktheit. Und dann war ich natürlich schon sehr tief betroffen, weil ich auf solche Dinge nie eine Antwort gefunden habe. Also sprich, dieses alte Wissen bezieht sich jetzt nicht nur Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, sondern auch genauso auf tiefe seelische Äußerungen, die jeder Mensch hat. Und in diesem Sinne deutet Weinreb oder weist die Deutung der Offenbarung des Johannes eben in diese Traum Visionen hinein. Also das heißt, für ihn ist das hat das Traumqualitäten. Das Zweite, was für mich wesentlich ist, also dieses alte Wissen hat eben darüber hinaus noch Tiefe über das Wort, es geht bis in die Kabbalah, aber vielleicht kommen wir dort noch später dazu. Träume und diese Archetypen, darüber hinaus hat Weinreb etwas erschaffen in seiner Art der Deutung, er nennt es Innenwelt des Wortes. Also das heißt, wir neigen dazu, jede Geschichte einfach so zu lesen, wie wir sie halt lesen. Dann sind wir bemüht zu sagen, okay, ja, das könnte so gewesen sein oder nicht. Und dann, wenn man Weinreb dann liest, dann eröffnet er einem etwas, ich möchte nur ein kurzes Beispiel nennen, Noah und die Sintflut. Kennen wir alle verschiedenste Entsprechungen, dass halt Leute auch in Noah am Berg Ararat suchen und so weiter und sich überlegen, war das das Schwarze Meer und was könnte da gewesen sein? Und dann kommt der Weinreb und sagt, naja, der Noah aus seinem Namen hat eine Entsprechung sozusagen
in die hebräischen Buchstaben haben gleichzeitig einen Zahlenwert und aus diesem Zahlenwert gibt es eben dann sozusagen eine weitere Ebene der Parallelisierung, Deutung und so weiter. Und jetzt sagt eben Weinreber, das läuft halt weiter, schauen Sie mal im Hintergrund ein paar Fotos von Weinreber. Ach, das geht mal zu schnell. Weinreb sagt halt, oder nicht nur er sagt, Faktum ist, das Wort Noah sozusagen, hat den Zahlenwert, weil das Nun hat den Zahlenwert 50, der erste Buchstabe, und hinten dann ist es eine 8, 58, und aus seiner oder aus diesem alten jüdischen Wissen kann man sagen, dass das Leben im siebten Tag, in dem wir leben, das ist sozusagen das, was wir aus diesem Schöpfungsbericht mitbekommen haben, das ist die gesamte Zeit unseres Lebens, eigentlich der gesamte Geschichte der Menschheit, in dem Sinne, die Tage vorher haben ewigen Charakter, haben sich jetzt nicht so vollzogen in der Geschichte, wie wir sehen, sondern es ist sozusagen eine Entsprechung aus dem Jenseitigen ins Diesseitige gekommen, und das, was wir im Diesseitigen erleben, sind diese Entsprechungen. Wir erleben den sechsten Tag, auf der einen Seite, wo Adam und Eva im Paradies sind, wir nehmen vom Baum der Erkenntnis, wir schmeißen uns selbst sozusagen aus dem Paradies, sind konfrontiert damit, dass wir mit Dornen und Disteln eigentlich unser Brot verdienen, unseren Stress, den wir uns ausliefern, ist eine Konsequenz sozusagen vom Baum der Erkenntnis zu nehmen. Und dieser siebte Tag, in dem wir leben, diese Vollführung des siebten Tags in seiner vollen Ausbreitung wäre 7 mal 7 ist 49. Und Noah führt uns dort hinein, sozusagen schon über den sechsten, den siebten Tag. Und aus dem alten jüdischen Wissen weiß man, dass das Wasser ist eine Entsprechung für die Zeit. Und in der Zeit gehen wir in der Zeit unter, ertrinken wir in der Zeit, was uns sozusagen permanent im Arbeitsalltag passiert, dann gehen wir in der Zeit unter. Dann sind wir im Laufrad ferngesteuert, fernbestimmt. Und das ist ein Untergehen in der Zeit. Das heißt, wir kennen das alle, die im Arbeitsleben sind, die ihre Terminkalender durchbringen wollen. Und das ist das klassische Untergehen in der Zeit. Und das, was uns über die Zeit trägt, ist eben die Arche. Und Arche ist das gleiche Wort auf der einen Seite für dieses Schiff und für das Körbchen, in dem Moses überlebt hat, sozusagen, und in die andere Ziehelternschaft geschickt wurde, aber auch für das Wort Gottes, oder ich würde sagen, jeder Heiligen Schrift, führt uns sicher über diese Zeit. Verlieren wir diesen Bezug zur Einheit, dann sind wir eben immer gefährdet, wieder in uns im Laufrad wiederzufinden, fernbestimmt zu sein, in der Zeit unterzugehen. Also das ist für mich jetzt ein kurzes Beispiel, wie man aus der Innenwelt, dass man drei andere Gesichtspunkte einbringt. Noah führt uns sozusagen aus dem sechsten, siebten Tag und auch letztlich weiter, dass das Untergehen in der Zeit eine Entsprechung für die Sintflut ist. Wir brauchen uns jetzt nicht anstrengen, wo überall es Sintfluten gibt, die ist ja im Mittelmeer und so weiter, und was da für naturwissenschaftliche Erklärungen sind, weil es Entsprechungen hat, mit denen jeder Mensch zu tun hat. Also das nur ein Beispiel für die Innenwelt. Und dann, was mich besonders, eigentlich zuerst habe ich nichts damit anfangen können, ja, kassidische Erzähler und. Im Laufe der Zeit bekommt man dann mit, dass diese kassidische Erzähltradition etwas mit einer unwahrscheinlichen Konsequenz betreibt. Und das hat den Weimar gelebt. Sie unterwerfen sich sozusagen nicht, was das Großhirn sozusagen braucht. Struktur, Plan, Vorbereitung und so weiter. Weinreb hat alles aus dem Stegreif gemacht, hat jeden Vortrag gehalten ohne Vorbereitung, weil jede Vorbereitung birgt in sich eine Absicht, und jede Absicht hat im Schlepptau schon das Gift der Schlange, weil dann beabsichtigen wir schon etwas. Dieses Absichtslose findet man sozusagen in diesem Leben, in dieser Tradition der Chassidim. Also das sind die drei Themen, die mich so berührt haben, dass sie mich bis heute nicht losgelassen haben.
würde gerne den ersten Aspekt anknüpfen, wenn man die Bilder des Zuges Nacktheit reinredet. Wenn ihr da am Anfang sehr umfangreich definiert, was versteht sich in der Futtersprache der Apokalypse besser als konzentriert? Das heißt, bei der Ausarbeitung meines Buchs, die ureigenste Intention war zuerst seine Vorträge zu transkribieren und das wäre für mich auch schon genug gewesen. Und bei dieser Transkription bin ich eben mit diesen alten Wissen konfrontiert worden, mit der Sicht dieser Traumbilder und dann habe ich erkannt, dass ein Teil dieses alten Wissens, nämlich welche Struktur die Genesis hat, wir in der Offenbarung immer wieder finden. Ich wollte den Arbeitstitel dieses Buchs auch heißen, die Offenbarung des Johannes, ein Palimpsest der Genesis. Und was ist ein Palimpsest? Das sind diese Eselshäute und Pergamente, die man früher, weil sie so kostbar sind, dann immer wieder, wenn sie beschrieben waren, abgeschabt hat mit dem Stein und so weiter, dass man sie wieder beschreiben kann. Und dann hat man aber nie dann alles weggebracht und man hat dann immer das Durchscheinen gesehen. Und dieses Durchscheinen der Struktur der Genesis ist etwas, was dann eigentlich mich dann bewegt hat, diesen zweiten Teil auszuarbeiten von dem Buch. Und da habe ich dann gesagt, naja, Weinreb tat das nicht. Ich schaue mir alle Standarddeutungen aus der Theologie an, habe diese Standardwerke, die publiziert sind, in Buchform hier eingearbeitet und daher habe ich auch alle anderen Deutungen kennengelernt. Ich kann jetzt nicht behaupten, ich kenne alle Deutungen, aber ich habe einen gewissen Überblick über die klassische Deutung der historisch-kritischen Methode, der Theologie und so weiter. Der Unterschied ist, dass die Tragfähigkeit aus dieser Deutung der Traumbilder eigentlich deswegen so gewaltig ist, weil man sich plötzlich selbst drin findet. Weil wenn man dann sagt, naja, das sind halt Bilder, die hat man dann halt von mir aus auch schon in anderen alten Schriften in einer ganz anderen Kultur gesehen und man versucht dann immer dann, wenn man keine Deutung findet oder keine gute Antwort, sagt man, naja, wo verbindet man das noch im Alten Testament oder in der Bibel und dann hat man eine Summe von Aufzählungen, aber das erhält noch lange nicht eigentlich, was ist der Inhalt dieses Symbols. Und es wäre jetzt zu viel verlangt, jetzt da reinzugehen. Ich glaube, wir haben noch die Gelegenheit bei den Themen vielleicht, die dann noch die Offenbarung betreffen, exemplarisch das genauer zu erörtern vielleicht. Und wir waren schon in der Zeitstruktur. Und wenn wir die Zeitstruktur anschauen und jetzt wiederum der Hinweis, die Offenbarung ist sozusagen draufgeschrieben auf das abgeschabte Pergament, also Palimpsest. Was leistet denn eigentlich die Schöpfungserzählung für die Auslegung der Offenbarung des Johannes? Gibt es da sprachliche Parallelen oder geht das weiter? Also, Herr Biegle ist Professor für Altgriechisch. Ich schließe nicht aus, dass es sogar in der Rhythmik und so weiter vielleicht Parallelen gibt. Das kann ich leider nicht beantworten. Ich kann nur die Parallelen in der Struktur finden. Ich könnte mir vorstellen, weil für mich Heilige Schrift immer mehr bedeutet als nur das, die nackte Schrift, sondern es gibt in der Kunst einen Begriff, den ich da entlehnen will. Aber das ist das Gesamtkunstwerk. Nicht? Es ist kein Gesamtkunstwerk, es ist viel mehr. Es trifft alle Ebenen. Und die Ebenen, die ich offenlegen konnte, das sind eben die strukturellen Parallelen, die man findet. Das heißt zum Beispiel, in der Theologenschaft zerbricht man sich den Kopf, wenn man dann diese Visionen sieht und bei den Visionen, das Posaunen ist dann, die sechste Posaune so besonders lang, dass man sich dann über den Kopf zerbricht und sagt, naja, das könnten Einschübe sein und so weiter. Und wenn man aber die Struktur der Genesis nach dem alten biblischen Wissen kennt, ich werde noch die Gelegenheit nutzen, sie damit schnell irgendwie zu füttern. Dann erkennt man, dass am sechsten Schöpfungstag es vier Schöpfungstaten gab. Und wenn man dann dort vier Szenen hat, die beschrieben sind, die zwar ein bisschen ausführlicher beschrieben sind, dann erkennt man, aha,
Es ist eine Anlehnung eigentlich an die Struktur der Genesis und keine Idee von irgendeinem Einschub, der nachher gekommen ist. Es ist genau das, was es sozusagen strukturell vorgibt. Und diese Struktur ist zwar vom Weinreb publiziert, uns eigentlich, also es ist nicht allgemeines Wissen, es ist nicht allgemeines Wissen der Theologenschaft und daher geht das dort nicht ein und man tastet, was bestimmte Fragen angeht, dann im Dunkeln. Das andere ist, der Schöpfungsbericht zeigt uns, was eben die Schöpfung Gottes ist. Ich habe lange gebraucht, auch dann diesen Schritt zu verstehen und überhaupt dann bestätigt zu finden, weil in jungen Jahren, mich hat die Genesis interessiert, mich hat die Evolutionstheorie interessiert, wie kann das überhaupt jemals zusammengehen und das geht natürlich in dieser Sache jetzt dann nicht mehr zusammen, das ist wieder ein eigenes Thema, aber ich habe dann irgendwann dann einen Schritt gemacht und gesagt, das, was da beschrieben ist, strukturell passt es immer, inhaltlich tut man sich dann sehr schwer und dann muss man nur das Vorzeichen ändern. Wenn man sich dann überlegt, Gott zeigt uns, wie der Schöpfungsplan ist, wie eine göttliche Schöpfung ausschaut und dann liest man da diese Themen und sagt, naja, da fällt was weiß ich, vom Himmel und dann muss man nur umdenken und sagen, vielleicht ist das die Beschreibung einer Antischöpfung, die der Mensch macht. Mit diesen Entsprechungen eben vom Schöpfungsbericht, die dann manchmal sogar durchmischt sind, weil ja diese Schöpfungsberichte hat gewisse Strukturen, die man noch zeigen kann. Also zuerst Licht und Finsternis, dann Wasser und dann das Leben, das Trennen von Wasser und Leben am Land und so weiter. Und dann findet man dann plötzlich hinein und sagt, aha, das Ganze ist eigentlich ein Ausdruck einer Antischöpfung. Also nicht der klassische, das was wir finden. Das ist ja dann sehr schwierig gewesen, wenn man diese Idee, also dieses Umdrehen, also als Negativintention erst zulässt, dann macht es einmal Klick und sagt, ja, das ist es ja tatsächlich. Ne? Also sprich, die Intention liegt darin, zu zeigen, was die Antischöpfung ist und wodurch sie verursacht wird. Und verursacht wird sie durch das Nehmen vom Baum der Erkenntnis und die Genesis, und ich komme dann sicher noch dann drauf zu zeigen, baut diese Struktur auch auf, Baum des Lebens und umgekehrt Baum der Erkenntnis und dann Baum des Lebens. Ja, wenn diese Themen jetzt schon so massiv da sind, dann muss ich sagen, zeigen Sie uns ein bisschen, was Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens denn da ist. Also ich darf dann einmal die Gelegenheit nutzen. Ich habe auf YouTube zu bestimmten Themen Videos gemacht. Und ich habe jetzt aus diesen Themen etwas herausgegriffen. Was zeigt uns jetzt diese Präsentation? Zeigt uns eine Zeile, ist so in abgeschnittener Form, ist ein Vers in der Offenbarung des Johannes. Das ist von oben nach unten. Die Offenbarung, und ich habe die eingefärbt. Der beginnt mit einem Prolog und endet mit einem Epilog und dann sind das Thema der Sinngemeinden und dann sind diese Visionen, Siegelvision, Posaunenvision, und die Posaunenvision geht da bis zur Sonnenfrau, über die wir vielleicht zu sprechen kommen, und da gibt es einen Strich drinnen. Das heißt, wir haben 404 Verse in der Offenbarung des Johannes und genau in der Mitte kommt es zu einem entscheidenden Ereignis, wo im Kampf im Himmel der Drache, also im Kampf von Michael und der Engelschaft auf die Erde geworfen wird, aus dem Himmel verbannt wird. Das ist sozusagen ein Wendepunkt, zeigt sich dadurch, dass das in der Mitte ist. Weinreb sagt, wir leben im Grunde genommen, also das heißt gewisse Entwicklungen von der Einheit in die Zweiheit und weiter in die Vielheit. Gibt es dann sozusagen den Wendepunkt, also so wie der verlorene Sohn, der in die Welt geht und dann irgendwie dann sich entscheidet und sagt, naja, das war nichts, alles retour, dann kehren wir das um. Und dieses Umkehren, Entschuldigung, dieses Springen,
ist eben der Wendepunkt. Und wir haben hier diesen Wendepunkt genau eben in der Mitte und diesen lila eingefärbten Bereich, ich habe das dann noch weiter ausdifferenziert, das ist ja nicht immer ganz so klar, aber das umfasst einmal das Leben bestimmt durch den Baum der Erkenntnis. Es sind dann noch andere Szenen, die im Himmel sich abspielen, die halt dann noch weiter dann ausdifferenziert, aber im Grunde genommen ist das das Ereignis, was wir zu erwarten haben, wenn wir uns dem Baum der Erkenntnis hingeben oder wie man es immer oder einfach davon nehmen. Ne? Und das geht dann so weit, dass das dann, also das gibt es dann diese paar Punkte, was die Frauen angeht, die 144.000, und dann gibt es sozusagen dazwischen an diesem Übergang gibt es den sogenannten Erklärungsengel. Wo der Erklärungsengel auftritt, dort beginnt die andere Sicht auf die Interpretation, auf die Welt. Zuerst haben wir, wie man jetzt sieht, die Anzahl der Verse, zuerst haben wir so viel wie also der zwei Teile und dann ein Teil. Es ist also so wie von der 2 zu 1 das Zurückgehen wieder zur Einheit zeigt uns die Struktur der Offenbarung. Diese zweite, letzte Drittel ist eine Erklärung, was uns erwartet, wenn wir den Baum der Erkenntnis den Rücken zuwenden. Automatisch für uns eröffnen sich andere Möglichkeiten und dann erleben wir den Untergang Babylons und diese ganzen anderen Erzählungen, die Hochzeit und dann einen Kampf und dann das tausendjährige Reich und dann einen Kampf. Aber diesen Kampf, der ist recht kurz geschrieben und wird dann immer prompt gesiegt. Ja? Bei den anderen Visionen kann man von Sieg überhaupt nicht reden. Ja? Dort ist sozusagen eigentlich immer Katastrophe, Untergang, Ende der Geschichte. So, also das einmal zum groben Strukturellen. Ja, also ich will es einmal darauf belassen, ich will nur auf das noch weitergehen. Das ist dann noch hier weiter differenziert. Weil die hellblauen Dinge sind Szenen, die im Himmel sich abspielen, aber nichtsdestotrotz sind die ersten zwei Drittel bestimmt durch den Baum der Erkenntnis. Und jetzt habe ich noch ein Beispiel, was ist das überhaupt? Um das etwas klarer zu machen, was bedeutet das für uns? Das heißt, Weinreb hat in seiner Analyse herausgearbeitet, wir finden in der Paradiesgeschichte die Benennung des Baumes des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Aus diesem Faktum, dass eben diese Buchstaben gleichzeitig Zahlenwerte sind, da sehen Sie dann den hebräischen Namen dafür und hier dann darunter diese Zahlenwerte und die Klammer da, also 932 und 233 ist die Summe und das verhält sich im Verhältnis 1 zu 4. Und das zeigt uns etwas, dass wir auch hier etwas finden, wo wir immer wieder konfrontiert werden in der Offenbarung, nämlich mit dem Weiblichen, dem Materiellen, den Sinneswahrnehmungen und diese Sinneswahrnehmungen der Welt. Das ist eine Entsprechung, was wir uns dann bauen in unserem Kopf, Erkenntnisse. Das ist das, was aus dem Baum des Wissens kommt. Also sprich, der Baum des Wissens ist die 4 und steht im Verhältnis zum Baum des Lebens zur 1. Im Paradies sind sie verbunden. Also das heißt, die 4 und 1 ist in den Wurzeln verbunden. So ist das alte jüdische Wissen. Und wir müssen auch gleichzeitig wissen, dass der Baum des Wissens, gibt es noch einen anderen Namen dafür, das heißt, das ist der Baum der Fruchtmacht. Also sprich, das, was wir wissen, das war ein Prozess und dann gibt es die Frucht. Der Baum des Lebens ist der Baum, der Frucht ist und Frucht macht. Der ist das, was die Erkenntnis auf der einen Seite ist. Ja, auch da, aber gleichzeitig auch dieses ewige Präsente ist da. Also sprich, das ist jetzt nicht weniger, sondern im Grunde genommen mehr, aber trotzdem sprachlich drückt sich das so aus, zum Beispiel, dass wir sagen können, nach dem
Baum der Erkenntnis kennen wir Zeitlichkeit. Wir ordnen alles in die Zeitlichkeit ein, auch die historisch-kritische Methode. Dem steht der Baum des Lebens gegenüber, das sieht das immer aus dem Ewigen. Es gibt die Ewigkeit ist für uns sozusagen etwas schwer Fassbares. Kommt es irgendwann einmal und eben nach dem alten jüdischen Wissen werden wir aus der Ewigkeit genährt. Wir bekommen immer den Hauch des Lebens permanent aus der Ewigkeit eingehaucht. Also jedes Einatmen ist Leben, jedes Ausatmen ist Sterben. Und das passiert permanent und das ist sozusagen die Permanenz der Ewigkeit. Dann eine andere Begrifflichkeit aus der Erkenntnis, wir kennen, was Logik ist. Ja, das steht dem diametral gegenüber, was die Liebe ist. Der Baum des Lebens würde von der Liebe sprechen, der Baum der Erkenntnis von der Logik und damit auch Logik und Liebe würde eben bedeuten, Logik, es muss widerspruchsfrei sein. Und das andere ist halt letztlich, was wirklich die Komplexität der Welt beschreibt, ist widersprüchlich. Wie Liebe auf vollen Umfang uns zeigt, wir sind gefordert, es trotzdem zu lieben. Verstand steht dem gegenüber, was wir an sich nicht fassen können über den Verstand. Das geht über das Herz, Baum des Lebens. Die Entwicklung und die Prozesse, wie schon angesprochen, vom Zeitlichen steht gegenüber, dass eigentlich alles schon da ist. Es geht nicht darum, dass wir uns entwickeln, sondern wir müssen es nur zulassen, was wir sowieso können. Also sprich, es ist nicht immer einem Prozess unterworfen. Wir dürfen zur Kenntnis nehmen, das sind die Dinge, wir müssen sie nur annehmen, zulassen. Leben, Tod, das ist das, was wir aus der Entwicklung, aus dem Baum der Erkenntnis wissen. Also so wie am Ende erwartet uns im Kosmos der Kältetod des Universums. Aus dem Baum des Lebens ist es das Gegenteil, das ewige Leben, ja, die Seele. Wir sind unsterblich und es erwartet uns letztlich nicht der Kältetod, sondern was Wunderbares. Und zwar nicht nur den irgendwelchen Auserwählten, sondern die gesamte Schöpfung. Aus der Liebe, aus der die Schöpfung gebaut ist, da gibt es nicht den Verstoß. Wir werden auch unsere Kinder nie verstoßen. Also wie gesagt, schon hingewiesen, Kältetod des Universums steht dem Paradiesischen gegenüber. Die Objektivität steht der Subjektivität gegenüber. Mit dem Hinweis, in mir ist alles. Also wir sind zwar unheimlich bemüht in der Wissenschaft um die Objektivität. Jetzt höre ich das erste Mal von Gerald Hütter, einen Neurobiologen, der aus der neurobiologischen Sicht sagt, das stimmt ja eigentlich insofern nicht für den Neurobiologen, weil jedes Gehirn ist einzigartig abgestimmt auf den Körper und dieses andere wäre nur eine Gleichmachung, die Objektivität im Grunde genommen ist für den Neurobiologen die subjektive Situation eigentlich die einzig wahre Beschreibung des Gehirns. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das Tun. Mit der Erkenntnis sind wir gezwungen, sehen wir uns immer gezwungen, wir müssen tun. Dem steht gegenüber, es wird uns gegeben, es ist geschenkt. Das Wesentliche ist gratis. Wir müssen es nicht erarbeiten, wir müssen es nicht erleisten. Die Leistung, die Werke stehen in der Gnade gegenüber und das Wissen steht der Weisheit gegenüber und die Berechenbarkeit, den Wunderbaren, den Überraschungen und so weiter. Ich möchte noch dann sagen, Johannes bedeutet, der Herr ist Gnade. Die Offenbarung ist aus diesem Gesichtspunkt geschrieben, geht für uns immer verloren, weil wir in diesen apokalyptischen Grauen auf den Dingen stecken bleiben. Aber dahinter steht eigentlich die Gnade und dass wir aufgefahren sind. Soweit. Danke für diesen hochinteressanten Einblick zu Weinreb und seine Folgen für die Kulturkonzeption insgesamt. Beim letzten ist mir aufgefallen, hoppla, da gibt es erstaunliche Parallelen. Ich hatte einen großen theologischen Lehrer, Karl Matthias Roschitz, manche von Ihnen werden ihn kennen, und sie werden ihn beipflichten. Erneuerung aus dem Ewigen hat er das Buch geschrieben. Und ich denke, er wendet sich genau mit diesem Buch dem Sehenschreiben der Offenbarung des Johannes.
Jetzt kann man natürlich sagen, in den Sendschreiben der Offenbarung des Johannes, da kommt sozusagen die ganze Zeitstruktur der Johannesapokalypse ganz deutlich auf den Punkt. Aber man kann sagen, in einem Zuhörbrief wie Sie mailen, da steckt ein bisschen mehr drin. Was ist denn das mehr? Also diese Sehenschreiben, wenn man sie so mal so liest und im Grunde genommen diese Visionen irgendwie kennt, dann denkt man, naja, okay, Probleme der Zeit und so. Und wenn man aber dann tiefer geht und dann draufkommt, naja, eigentlich im Grunde genommen, es ist wie halt in all diesen Heiligen Schriften jedes Jota wesentlich und man kann da gar nicht drüber gehen. Die Details sozusagen sind wieder dann überwältigend in dem Moment, wo man dann in die Tiefe geht. Was für mich sozusagen das Thema ist bei diesen Sendschreiben, ist, ich habe zwei Sichten jetzt auf die Sendschreiben vorbereitet. Das eine ist, also es ist natürlich schwierig, diese Vergewaltigung, dass wir die Sendschreiben nur den Teil rausnehmen, ist ja eigentlich das Falsche, aber es ist jetzt für mich aus didaktischen Gründen, möchte jetzt nur schnell auf etwas hinweisen. Ich habe einmal versucht herauszukriegen, woran krankt es denn in diesen Gemeinden. Das heißt, es gibt aus der theologischen, klassisch-theologischen Sicht die Bemühung, dass man die Gemeinden mit Zeiten parallelisiert und so weiter. Und aus meinem Zugang oder aus dem mir das alte jüdische Wissen und Weinreb eröffnet hat, ist, sind die Dinge, das ist so wie diese sieben Schöpfungstage, die sich in uns abspielen, diese sieben Gemeinden spielen sich auch in uns ab. Und jetzt haben wir gedacht, naja, woran mangelt es bei den Gemeinden? Da möchte ich aber nur sehr schnell drüber gehen, weil zum Entscheidenden möchte ich dann kommen, wo sich die Struktur eigentlich wirklich gut abbildet. Wenn man das jetzt nur nimmt, ich habe jetzt eine Anordnung gemacht, so wie die Genesis strukturiert ist. Ich greife jetzt vor und zeige jetzt nur schnell die Struktur der Genesis, dass wir dann dieses Thema schneller im Zusammenhang verstehen können. Also das heißt, die Struktur gliedert sich in drei Spalten. Es gibt eben einen ersten Schöpfungsbericht, da gibt es die Lichtseite, links die Wasserseite und in der Mitte, die mittlere Spalte, das ist die Mitte des Lebens. Also wir kennen diese Sache, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag und dann, das ist sozusagen die Grundstruktur, dann wiederholt sich das Ganze dann strukturell, sozusagen drunter, vierter, fünfter, sechster und dann ist dieser siebte Tag. Am ersten Tag, das ist uns allen bekannt, ist im, das heißt der Geist schwebt über dem Wasser in die Dunkelheit und Gott sagt, es werde Licht. Der zweite Schöpfungstag, da werden die Wasser durch eine Feste über der Feste und unter der Feste getrennt. So deswegen die Wasserseite. Der dritte ist, wo eben durch zwei Schöpfungsdaten zuerst das Wasser und das Land getrennt werden und dann gibt es die Pflanzen, die samentragenden Pflanzen auf dem Land. Dann, jetzt beginnt wieder, die ganze Sache wiederholt sich nur weiter ausdifferenziert. Sie erinnern sich, Finsternis und Licht, weiter ausdifferenziert, das große Licht sozusagen für den Tag, das kleine Licht für die Nacht und die Sterne. Dann die weitere Differenzierung sozusagen dort, wo die Wasser sind, und das, oberhalb der Feste und unterhalb der Feste, da gibt es dann die Schöpfung des Lebens im Wasser und in der Luft. Und dann kommen wir schon zu dem sechsten Tag mit den vier Schöpfungsdaten, wo sich natürlich zuerst die Tiere geschaffen werden. Dann Gott sprach, lass uns Menschen machen, dann wird ein Mensch gemacht, geschaffen. Und dann gibt es eben sozusagen, seid fruchtbar und mehret euch als nächste Schöpfungstat. Und dann sprach Gott, ich habe euch gegeben Kräuter zur Nahrung und so weiter. Also sprich, dieses Schöpfungstat. Akte oder Daten werden mit eingeleitet und Gott sprach oder um Elohim sprach. Soweit zur Struktur, das finden wir dann beim zweiten Schöpfungsbericht dann ebenso unter einem anderen Vorzeichen. Also der zweite Schöpfungsbericht mit dir, deswegen, weil für uns ist ja die Schöpfung schon fertig, nicht? Und dann beginnt
es hat noch nicht geregnet und so weiter. Und das Interessante ist, so Dampf steigt hoch. Dieses Wort Dampf ist aus dem Hebräischen und setzt sich zusammen aus dem Et, aus dem ersten und vierten Buchstaben. Und damit hat man wieder diese 1 und 4. Die 1 und 4, die wir dort schon gesehen haben bei Baum und Leben. Und die 4, auf die kommen wir noch. Also sprich, da gibt es den Dampf, dann wird der Mensch geschaffen und dann der Odem des Lebens eingehaucht und da gibt es zwei Schöpfungsakte, der Garten Eden wird geschaffen, die zwei Bäume. Darunter die weitere Differenzierung, man beachte, wir haben jetzt das, die Vierer in dem Vordergrund aus dem einen Strom, der dort ausströmt, der teilt sich in vier Flüsse. Da hat man wieder dieses Verhältnis 1 zu 4. Und der Mensch im Garten eben und, wird dort hingesetzt, um ihn zu bebauen. Und dann gibt es eben wieder die vier Schöpfungsdaten, mit dem, Essen, dass er nicht essen darf. Und dass der Mensch eben alleine sei. Und dann wird ihm diese der Erde in den Schlaf versetzt. Und es wird eine Seite aus ihm genommen, also keine Rippe, sondern eine Seite, die Auftrennung des Menschen, der eben das Wesen ja männlich und weiblich ist, in ein Frauenmann sozusagen geschaffen und das eben in vier Schöpfungsdaten, weil das ist in den Schlafsetzen ein eigener Akt ist. So, und jetzt gehen wir noch einmal zu den Gemeinden. Also hier, die Erhellung haltet sich jetzt in Grenzen, was eben diese Tätigkeiten angeht, also die Struktur ist jetzt gleich aufgestellt. Wir sehen, die erste Liebe verlassen, Bedrängnis und Armut, dann das Ausgeliefertsein von fremden Lehren, Biliam, und dann kommt bei vier interessanterweise eben wieder eine Frau ins Spiel, Isabel. Und bei Sardes, und deswegen mache ich den ganzen Prozess, gibt es eben etwas, womit wir uns dann schon eher dann identifizieren kann. Du hast den Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. Also sprich, sozusagen, naja, es hängt eben davon ab, wir können glauben, dass wir eigentlich leben im Sinne des seelischen Lebens, sind wir aber tot. Und dann, interessanterweise, der sechste, uns immer so belastete Teil, auf der einen Seite haben wir das Paradies, auf der anderen Seite werden wir aus dem Paradies vertrieben, sechsten. Diese bei Philadelphia ist eben hier nicht belastet. Da baust sich die Gnade durch. Aber bei Laodicea gibt es eine Feststellung, du bist weder kalt noch warm, du bist lau. So lau wie du bist, spucke ich dich aus. Also sprich, das ist eben auch eine typische Eigenschaft unserer Zeit zum Beispiel, aber alle Eigenschaften finden wir in uns und in unserer Zeit. So, und was habe ich dann noch weiter gefunden? Wenn wir uns das dann genau noch einmal anschauen und sagen, ja, was ist da, steckt da dahinter? Dann sehen wir, ein Charakteristikum ist, dass wir bei den Briefen immer am Ende was lesen, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Das ist sozusagen der Weckruf und dann ist der Überwinderspruch. Und wer überwindet, dem, der bekommt das und das und das. Und nach den ersten drei ist es aber umgekehrt. Da ist dann zuerst der Überwinderspruch und dann der Weckruf. Nicht? Und dann denkt man, wenn man hier nicht die Struktur der Genesis ins Kalkül zieht, gibt es jetzt nicht wirklich eine Antwort dafür. Dann habe ich gedacht, okay, was ist dann noch, was fürs Licht spricht? Wir finden auf dieser Seite, auf der ersten und vierten Seite eben Licht, goldene Leuchter, die Jesus in der Hand hält und wieder Leuchter. Dann das Wort Agape, finden wir nur zweimal in der gesamten Offenbarung, und nämlich bei Ephesus und Thyatira, also in der ersten und der vierten Gemeinde. Und es wird über den Morgenstern was erzählt. Also wir haben hier Charakteristika der Lichtseite. Bei der Wasserseite gibt es zweimal das Wort Tod, Nekros. Das Wasser hatte mit der Zeitlichkeit zu tun und mit dem Wahrnehmen des Sterbens. Und in der Mitte des Lebens, die ist eben ausgezeichnet dadurch, dass hier gesprochen wird von Wohnen. Oder? Ich weiß, wo du wohnst. Bei Philadelphia auch Wohnen und bei Laodicea geht es einen Schritt weiter. Siehe, ich stehe vor deiner Tür. Also sprich, für mich ist das sozusagen ein gewaltiges Indiz, wie sich das durchbaust. So, da waren wir bei den Gemeinden.
Ich glaube, das war die Frage. Das war die Frage. Die Vierzahl ist da irgendwie vorgekommen und ich nehme jetzt die Vierzahl als Sprungbrett und auch deswegen, weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Ich wechsle zu den vier apokalyptischen Reitern. Wir sind heute schon einmal angedrungen und zwar war da die Sprache davon, dass diese vier apokalyptischen Reiter doch von ungeheurer Aktualität werden. Krieg, Bürgerkrieg, Seuchen kommen dort vor. Aber ich glaube, soweit ich das gut verstehe, auf diese Aktualität liegt nicht der große Akzent, sondern... Ja, ganz richtig. Und die Frage ist, wo liegt die Aktualität? Ich möchte es jetzt kurz beantworten in der Form. Es ist ein Charakteristikum, was uns erwartet in dem Moment, wo wir vom Baum der Erkenntnis nehmen. Der erste Reiter reitet noch ein weißes Pferd, hat eine Krone und Pfeil und Bogen. Das heißt, es gibt eine eigene Gruppe auch der Theologen, die das parallelisieren. Es gibt auch einmal eine Szene, wo dann Christus auf Jesus auf dem weißen Pferd reitet mit himmlischen Heerscharen und dann kämpft eine große Schlacht von Gog und Magog. Und daher gibt es die eine Seite, die sagt, das ist ja positiv, aber das ist eben aus meiner Sicht, oder Weinreich hat uns sehr behutsam dorthin geführt, ist eben nicht positiv. Das Weiße ist zwar weiß, aber ich muss jetzt selber nachschauen, was Weinreich zu dem Weißen dort angemerkt hat. Er hat dort sagt, das Weiße ist die Rechthaberei. Also sprich, das ist etwas typisch aus dem Jüdischen. Es hat alles seine zwei Seiten, selbst das Weiße sozusagen. Man kann das Weiße sozusagen in dem Moment, wo man nicht dieses rein Weiße hat, sondern nur sich im Weißen wähnt, dann glaubt man, ja, man hat eh recht sozusagen. Und dort beginnt das Ganze. Der Reiter, der sieghaft reitet mit Pfeil und Bogen, in dem Moment, wo er seine Ziele anvisiert, wir mit unserem Verstand unsere Dinge in Angriff nehmen, da kann man, das passt schon, das kriegen wir schon hin. Wir visieren, schießen, das Ziel im Visier. Aber der Pfeil wird durch die Schwerkraft gelenkt und wie heute so ist, auch mit der Technik und alles, was uns sozusagen daheim sucht, in dem Sinne alles, was mit der Erkenntnis zu tun hat, es ist nichts fehlerfrei, es überrascht uns dann immer zum ungünstigsten Zeitpunkt und so weiter und das ist sozusagen zu Beginn noch nicht ersichtlich. Also das heißt, das ist ein Charakteristikum unserer Zeit, naja, Atomkraft, wieso nicht und so, also sprich, wir beginnen einmal sehr, sehr euphorisch. Das ist der weiße Reiter. Der zweite Reiter ist rot, hat ein Schwert in der Hand und das Rote steht aus dem jüdischen alten Wissen für Norden, für das Materielle. Also das heißt, wenn das Ganze dann die materiellen Züge bekommt, mit dem Schwert in der Hand wird auseinandergeschnitten, geteilt, nicht vereint und damit werden Gespräche, Meinungen getötet im weiteren Sinne. Der Tod kommt dann eh später. Dann folgt das schwarze Pferd und das schwarze ist das Abgründige schlechthin. Wir begegnen über die Erkenntnis immer das Abgründige und im Endeffekt diesen fahlen, grünlich fahlen Reiter. Im alten Wissen ist die Jetztzeit grün, weil das so wie Leben und Gedeihen ist, aber dort begegnen wir sozusagen dieses Schmutzegrün, dieses Schimmelgrün. Das ist das, was eigentlich wieder alles zum Elementaren zurückführt. Wenn schon einmal was tot ist, dann wird es sozusagen wieder sozusagen in seine elementaren Bestandteile zersetzt und so weiter. Da gibt es dann noch was mit der Waage und das ist ein ganz eigenes Thema, das wird länger dauern. Es gibt dazu auch ein Video, wenn es weiter interessiert, aber das ist ein repräsentatives Beispiel dafür, was es heißt, wenn wir uns nach der Erkenntnis sozusagen laufen, unsere Jagd machen, dann beginnen wir die Reiter. Natürlich gibt es Entsprechungen, weil diese Dinge, die wir im Außen erleben, sind ja auch Produkte der Erkenntnis. Die Kriege, die Wirtschaftsmacht und so weiter, jeder Egoismus und so weiter,
Gewinnoptimierung und so weiter. Das ist natürlich in der Außensicht, hat man nicht Probleme, etwas zu finden und zu sagen, naja, das ist ja auch eine entsprechende apokalyptischen Reiter. Aber sobald wir in die Außensicht gehen, also sprich, wenn ich es bei mir sehe und dann noch in die Außensicht gehe, okay. Aber wenn ich nichts bei mir suche, nur in der Außensicht, dann ist es für die Seele gestorben. Es wurde schon angesprochen. Apokalypse 6, den apokalyptischen Reiter, Apokalypse 19, der weiße Reiter, der auf Christus gedeutet wird. Jetzt habe ich natürlich so im Hintergrund der Bamberger Reiter, der ja für manche etwas ist, was man unbedingt im Leben gesehen haben muss, so schön ist er. Der wird auf Christus gedeutet. Gibt es jetzt zwischen den beiden weißen Reitern und Schienen da irgendwelche Parallelen oder soll man doch davon abrücken, diese beiden mit den anderen Verbindungen zu machen? Es gibt schon Parallelen, wobei ich. Das heißt, wir haben im Grunde genommen diesen Teil, die ersten zwei Drittel, also sprich, hier haben wir die Mitte mit den 202 Verse und dann gibt es hier diesen Erklärungsengel und das ist der Bereich Baum des Wissens oder durch den Baum des Wissens bestimmt und jetzt ist es auseinander gedehnt, sozusagen, dass man es leichter parallelisieren kann und es gibt sozusagen überall also Punkte, die sich irgendwie andeuten, so wie da durch die Farbe. Wir schauen, wo dieser weiße Reiter steht, weißes Pferd. Und hier sind wir bei den 7 Gemeinden und da gibt es eine Parallele. Da gibt es sozusagen in einer Gemeinde mit den weißen Kleidern, die sehr positiv sind und da gibt es sozusagen die Parallele. Da könnte man zum weißen Pferd kommen. Die Variante, dass dieses weiße Pferd mit dem Pferd von den 7 Siegeln, also da gibt es weißes Pferd und das erste, das heißt, ich will damit nur sagen, wenn wir in diesem Bereich Bauern des Lebens sind, sind wir nie davor gefeit, doch wieder, sagen wir super, und ich mache es wieder erkenntnistheoretisch und so weiter, dann fallen wir sozusagen vom weißen Reiter wieder zurück zum ersten apokalyptischen Reiter der Siegervision. Also sprich, es ist eine Dynamik da drinnen. Wir können uns nie in unserer Geisteshaltung so sicher wiegen. Wir werden immer wieder versucht und eingeholt. Wir fallen immer wieder raus, sozusagen aus dieser anderen Sicht. Und die Frage ist, ich möchte nur da noch andeuten, es gibt diese altmodische Begrifflichkeit Umkehr und Buße. Hinter dieser Umkehr und Buße, die immer bei diesen Gemeindebriefen steht, also kehrt um, ja, andere übersetzen das mit tue Buße, ist zu verstehen, änder dein Weltbild oder nimm eine andere Haltung auf diese Welt ein und das ist Umkehr. Also natürlich, man kann sich auch, es spricht nichts dagegen, dass man sich sein Haupt in Asche und fastet, ist jedem freigestellt. Aber Umkehr ist eine andere Weltsicht annehmen. Und das heißt, wir laufen immer Gefahr, wieder zurückzufallen in diese erkenntnisbezogene Sicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich jetzt da ein bisschen gegenüber schaue, dann sehe ich den Herrn Schwarzhagen gegenüber sitzen und den Herrn Canonicus und ich denke, wie ist denn der in dieses Café gekommen? Vermutlich ist er über die Mariensäule gegangen. Ich bin auch schon dort hergekommen. Weil wenn man mit der Straßenbahn fährt, dann natürlich kommt man über die Mariensäule hierher. Jetzt habe ich dann natürlich Offenbarung 12 im Hintergrund, wo Offenbarung 12 die Frau auf die himmlische Frau gedeutet wird und dann ist Maria bald einmal als Interpretationsmodell da. Freilich muss man erst sagen, diese Interpretationen setzen erst im 4. Jahrhundert ein, aber trotzdem hat die Apokalypse eindeutig in die Ikonografie Mariens wesentlich beeinflusst. Wie deuten Sie jetzt die Frau und das Kind mit den Karten? Ich habe einen Besuch, der sich immer lohnt. In Kärnten gibt es diese
Fuchskapelle in St. Egid. Also es ist für mich ein Meilenstein der Kunst und es ist die ganze Kapelle, die nicht groß ist, ungefähr so wie dieser Raum, nur etwas schmäler, ist mit apokalyptischen Themen tapeziert von oben bis unten, außer dass es auf der Gegenwand zu diesem Bild diese Opferung Israels gibt. Und hier, das ist sozusagen die Darstellung von Ernst Fuchs zu dieser Sonnenfrau, wie sie auch genannt wird. Und diese Sonnenfrau ist eben dieser Wendepunkt. Das ist die siebte Posaune, also sprich, und da passiert eben etwas. In dieser Visionen vor mit all diesen fatalen Dingen passiert etwas, dass dort eine Umkehr geschieht, weil da gibt es ja auch so eine Szene, wo dann zwei Propheten gemordet werden, also umgebracht werden, also sprich, wo eben dieses Gegenpol, wenn man sich der einen Seite zuwendet, kann man Gift drauf nehmen, dass der Gegenpol schon bereit ist zu attackieren. Und da werden eben diese zwei Zeugen umgebracht, liegen 3,5 Tage in den Straßen von Sodom und Ägypten, wie sie bezeichnet wird. Ägypten nach dem alten jüdischen Wissen ist die Knechtschaft in der Zweiheit. Und Sodom ist sozusagen, wo die Menschen nach unseren Maßstäben gemessen werden. Das ist so typisch menschliche sozusagen Verfehlung, Mordung sozusagen der Menschen. Und diese Zeugen werden dort umgebracht und stehen aber nach 3,5 Tagen dort links auf der Straße, da steht sie auf und dann sehen, dass diese Menschen von Sodom und Ägypten umkehren um. Und diese Umkehr, also sprich, diese Änderung der Weltsicht ist die Voraussetzung, dass dann in der siebten Posaune eben genau das passiert. Es passiert eine Geburt und eines, in dem Sinne, des Kindes, das ist ein Sohn, das ist jetzt dann nicht wieder frauenfeindlich gedacht, sondern im alten jüdischen Wissen steht die männliche Seite für die Seele, die weibliche Seite für die körperliche Seite, daher auch der Begriff Mater sowie Materie, Mutter. Aber die Seele ist eingebettet im Körper und ohne Körper kann die Seele nicht und im Endeffekt kommt die Erlösung über diese körperliche Schiene. Das heißt, das ist sozusagen eine Ausgewogenheit, die man erst erkennen muss. Und diese Frau gebiert sozusagen diese seelische Qualität, diesen Sohn. In dieser Welt, in der wir leben, mit diesen Gegensätzlichkeiten oder Polarität, brauchen wir in dem Moment, wo der Sohn oder eine seelische Qualität hochkommen will, steht schon der Drache davor und will es verschlingen. Und das ist eben diese Szene, die diesen Wendepunkt einleitet. Da geht es sozusagen messerscharf her. Wenn man sich vorstellt, Geburt, und da steht dann schon der Drache, der das Kind verschlingen will. Michael verbannt diesen Drachen auf die Erde, dort wütet er mit unseren Verführungen, deren wir sozusagen permanent unterliegen. Dann steigen diese zwei Tiere auf und das ist sozusagen dieser Wendepunkt und da ist das Entscheidende, die Geburt, die wir erst dann erleben, wenn es eine Umkehr gibt. Dass dann nachher diese Erzählungen noch immer weitergehen mit dem Titel des Baumes der Erkenntnis, ist wieder ein anderes Kapitel, weil wir erleben dort dann gleich die Ernte, eine Form von Gericht. Und dann sozusagen sowas Ähnliches, wo beim Gericht das Blut bis zu einem Zügel der Pferde reicht und dann geht es ungeläutert weiter mit den Schalenvisionen, mit dem Desaster, dass man dann sagt, und es formieren sich die Gegenkräfte, um sozusagen Armageddon sozusagen einzuleiten, also sprich das, was dann in Hollywood apokalyptisch dann umgesetzt wird mit Katastrophe, Weltuntergang und so weiter. Und das ist das Ende dieses Bereichs des Baumes der Erkenntnis. Mittendrin in der Offenbarung finden wir eben diese Sonnenfrau, die mit den Füßen auf dem Mond steht. Wir leben in der Nachtwelt nach dem alten jüdischen Wissen. Die Sonnenfrau, sie steht über der Materie und auch sie hat so einen Kranz aus diesen Sternen, 12 Sterne. Und das ist eben so symbolbehaftet von vorne bis hinten. Das heißt, die Frau, die sozusagen diese Vierheit als Frau verkörpert, aber hier die Einheit, die Seelische in sich schon trägt, das ist sowas so ähnlich wie
unsere Hand, ein Finger und vier Finger, und ohne Daumen könnten wir dich greifen. Und dieses Bild 1,4 sozusagen ist diese wesentliche Beziehung. Wenn es diese Beziehung zur Einheit gibt, kommt es zur Geburt des Kindes. Ja, und im Grunde genommen ist der Weg letztlich, auch wenn er noch so holprig ist, eröffnet dadurch, dass wir auch Teile des paradiesischen Zustands der Ewigkeit schon zu Lebzeiten erleben können. Ich sehe, die Zeit ist mein Fragen. Ich würde aus diesem Grund der jetzt meine Frage ein bisschen abkürzen und persönlicher werden. Ich habe in der Auslegung des schönen Buches da gelesen, zum himmlischen Jerusalem, da gibt es diesen goldenen Maßstab, und da haben sie gesagt, dieser goldene Maßstab ist ein Hinweis darauf, dass nicht Quantität, sondern Qualität gefragt ist. Das finde ich sehr interessant, und zwar deswegen, weil ja unsere Kirchen manchmal auch nach dem Modell des himmlischen Jerusalems gebaut sind. Und von daher wäre das natürlich ein schöner Hinweis, das versteht sich unter nicht gerade in seinem Im Grunde genommen ist es die Gegenüberstellung eigentlich der Erkenntnis oder Baum der Erkenntnis, der grundsätzlich auf dieser quantitativen Ebene operiert, also inklusive unserer Messbarkeit, Statistiken, Auswertungen, Beurteilungen, Sinneswahrnehmungen, die man dann, oder Google Search, der dann die Treffer nach der Häufigkeit und etc. Also das ist Quantität, die unser Leben schlechthin bestimmt, vom Einkommen bis zum Knappheit der Ressourcen. Die Qualität ist eben eine Begrifflichkeit, die wir hereinerben vom Baum des Lebens. Lassen wir uns nicht erdrücken von diesen quantitativen Dingen, sondern kommen wir in die Qualität, dann eröffnen sich dadurch eben ganz andere Sichten. Das wäre fast ein schönes Schlusswort. Ich würde aber noch gerne eins draufsetzen und sagen, wir haben heute schon von Bamberger Reiter gesprochen. Die Frage ist, an welchen Orten muss man sein, um Ihr Buch zu verstehen? Das ist also so, wie im Grunde genommen der Mensch alles in sich trägt, sozusagen über den Sternen steht, über jeglicher Form von Ort und Zeit stehen kann, gibt es keine Abhängigkeit von Ort und von Zeit. Aber natürlich sind wir nicht schlecht beraten, wenn wir einen Rückzugsort haben und so weiter. Das heißt, es gibt Orte, die natürlich inspirierend sind und wunderbar sind, unbestritten. Das schließt nicht in Abrede zu stellen, aber wenn jetzt jemand beim Autolärm in Indien abschalten kann, wo die Hupen gehen und so weiter, und sich da hinsetzt und liest und dort versinkt, dann sagt er, ja, auch schön. Also nicht, ich kann es nicht sagen, wo die Menschen hingehen müssen. Nicht? Aber ich glaube, ein Rückzugsort, der sozusagen die seelische Ruhe auch mit sich bringt, natürlich erleichtert das schon ungemein. Was würden Sie sich abschließend für Ihr Buch wünschen? Naja, das heißt, es gibt ein paar Rezensionen, die mich sehr berührt haben. Ich würde mir wünschen, so wie mir diese Beschäftigung mit der Offenbarung eine gewisse, wie soll man das jetzt nennen, Frieden oder, wie sagt man, eine Zuversicht, dass wir immer aufgefangen sind, oder im Grunde genommen betrifft das ja jeden Menschen. Es gibt nicht die Verdammnis. Wir verdammen uns nur selbst. Die Hölle, die machen wir nur selbst. Also diese Frieden des Aufgefangenseins, wenn das überspringt, ja, zu dem Leser, dann ist einmal ein Ziel erfüllt. Das zweite Ziel wäre, dass es eine gewisse, wenn es eine gewisse Breitenwirkung gibt, würde es mich natürlich freuen. Und wenn gewisse festgefahrene Meinungen, die auch bei Weinreb, also wir kommen vielleicht noch zu Weinreb, dann, wenn Zeit ist, der in den Niederlanden sozusagen in seinem Kampf für Juden, die ins KZ kommen, sozusagen sowas gemacht hat wie Schindlers Liste, nur ohne Fabrik, ja, der ist dann eigentlich, weil er irgendwie überlebt hat, gegenüber den Nazis, und gesagt, das gibt es ja gar nicht, der hätte ja 100 Mal müssen im KZ vernichtet werden, gibt es eben eine Gruppe von Leuten, die sagen, er hat kollaboriert mit den Nazis,
und so weiter. Und ich bin heute auf der Theologie gewesen und da hat einer gesagt, nein, das ist ja alles Esoterik und der Weinrib ist so, ja, schaut sie an, was da mit den Nazis war. Also wenn sich das in irgendeiner Form ins richtige Licht rückt, würde mich auch freuen. Und wenn das sozusagen nachhaltige Beständigkeit hat, ebenso. Mein Buch und die Botschaft, die damit verbunden ist. Das wäre das Gespräch. Dankeschön für Ihre Zeit. So.